Ich lese, Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Hauthaare, im Abschnitt Lippenherpes, geht es um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Und es geht weiter mit den virushemmenden Substanzen. Das ist ein bisschen länger. Und es gibt Tabletten, Acyclovir-Tabletten, die sind grün geeignet. Und es gibt Creme, das ist Acyclovir-Creme und Penciclovir-Creme, die sind rot markiert und die sind wenig geeignet. Ich lese vor. Virushemmende Substanzen. Acyclovir in Klammern Suspension Tabletten 200 Milligramm bzw. 400 Milligramm Wirkstoff, Klammer zu, grün, geeignet zur Vorbeugung und Behandlung von schweren Herpesinfektionen auf Haut und Schleimhäuten. Acyclovir in Klammern Creme, Penciclovir in Klammern Creme, rot, wenig geeignet bei Lippenherpes, weil die therapeutische Wirksamkeit selbst bei rascher Anwendung nur gering ist. Jetzt kommt der erläuternde Text und ich brauche vorher einen Schluck Kaffee. Acyclovir und Penciclovir-Creme sind bei Lippenherpes wenig geeignet. Die virushemmenden Substanzen können die Zeit, in der die Herpesbläschen bestehen, nicht wesentlich verkürzen, selbst wenn sie schon bei ersten Anzeichen und mehrfach täglich angewandt werden. Juckreiz und Schmerzen können sich zwar etwas bessern, haben sich bereits Bläschen gebildet, nützt die Creme nichts mehr. Tabletten oder Suspensionen mit dem Wirkstoff Acyclovir hingegen sind in niedriger Dosierung, in Klammern bis 400 Milligramm, Klammer zu, bei schweren Herpesinfektionen auf der Haut geeignet. Voraussetzung ist, dass die Mittel sehr schnell möglichst ab dem ersten Tag eingesetzt werden. Wichtig zu wissen: Sie dürfen die Creme nicht in den Mund bekommen, weil Acyclovir die Schleimhaut stark reizt. Bei einer Behandlung mit der Suspension oder mit Tabletten sollten Sie viel trinken. Das trägt dazu bei, einer Nierenfunktionsstörung vorzubeugen. Die Arzneimittel können neben leichten auch schwere unerwünschte Wirkungen haben. Die Creme kann zu Juckreiz und Hautausschlag führen. Tabletten und Suspensionen ziehen mitunter Unwohlsein, Magen-Darm-Störungen mit Übelkeit, Durchfall, Unterbrechen oder Kopfschmerzen nach sich. Die Symptome verschwinden nach Abschluss der Behandlung. In seltenen Fällen kann es auch zu Verwirrtheit, Erregungszuständen, Schwindel, verlangsamten Reaktionen oder Depressionen kommen. Wenn Ihnen oder Ihren Angehörigen derartige Veränderungen auffallen, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Kinder sollten Sie vorsichtshalber die Arzneimittel zum Auftragen nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt verabreichen. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft oder der Stillzeit sollten Sie die Präparate nur anwenden, wenn der Arzt Nutzen und Schaden sorgfältig abgewogen hat. So, das Ganze schließt mit Zinksulfat äußerlich angewendet und Zinksulfat-Heparin äußerlich angewendet. Das lese ich heute noch vor. So.